Hallo zusammen, ich bin der Soss. Es ist knapp 5:30 und ich mache heute eine Survivor-Mission. Ich habe, wie ihr seht, nichts dabei, außer das Wasser. Also, ich bin jetzt im Wald angekommen und das wird mein Plätzchen für die Nacht. Ich habe eben, wie gesagt, nichts dabei und von dem her, ich möchte auch nicht allzu viel Zeit und Energie verwenden, um mir etwas zu bauen. Wettervorhersage ist allerdings nicht sehr gut. Wir haben eine Wahrscheinlichkeit von 60% für Niederschlag. Und frisch ist es auch noch in der Nacht. Deshalb habe ich mir hier diesen Platz ausgesucht. Schön unter einer Tanne mit schön dichten Ästen. Und ja, hier unten machen wir jetzt noch schnell eine kleine Bodenisolation. Auf der Seite, hier ist der Westen, also so kommt der Wind. Hier werde ich mir wahrscheinlich noch einen kleinen Windfang machen. Und ja, das mache ich jetzt. Ein Liter Wasser. Es ist 6 Uhr. Wir werden voraussichtlich um 6 Uhr auch wieder gehen. Also sind es 12 Stunden. Ich gehe mal davon aus, dass ich vielleicht 2-3 Stunden schlafe. Wenn es klappt. Das heisst 1 Liter, 9 Stunden, das sind 1 Dezi pro Stunde, die ich trinken darf. Ideal. Also, das ist das, was ich dabei habe. Und jetzt mache ich mir schnell meine Bodenisolation und Windschutz, dass wir jetzt oben auch einigermaßen eine angenehme Nacht verbringen können. Bis nachher, ich melde mich wieder. Ich würde sagen, für den Windschutz ist das nicht schlecht. Jetzt, da ich ja Wind erwarte, mache ich auch noch ein paar Stäckchen drauf, dass es nicht gerade alles wegbläst. Und dann mache ich noch eine da, eben noch eine Liegensitzfläche. Was auch immer ich finde.
Also, meine Unterkunft ist gebaut. Ich habe meinen Windschutz als Bett eingerichtet. Jetzt kann ich schnell schauen, ob ich irgendwann einen Berg finde, damit ich ein bisschen Wasser holen kann. Weil, wenn man noch einen Liter dabei hat, merkt man schon schnell, wie wichtig Wasser ist. Ich suche jetzt einen Berg und dann melde ich mich wieder. Und hier, kaum sind wir ein bisschen an einer Lichtung. Moment schnell, ich glaube, ich habe einen Sack. Das ist gut. Also, und kaum sind wir hier an der Lichtung. Hier, Birke. Dort, Birke. Also, und dann probiere ich ein bisschen Birkensaft zu zapfen. Was wir haben, haben wir. Schnell wieder an. Freue mich auf morgen. So, 4 Uhr morgen, jetzt drüber. Jetzt gibt es eine Nachtwanderung und dann gehe ich heim. Also Nachtwanderung Richtung Auto und dann geht es heim. Ja, das war es. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Auf dem Heimweg noch schnell den Birkensaft holen. Ein bisschen geben. So schätzungsweise 1-2 Dezi. Mit dem von vorher vielleicht 3. So, das ist Nachtwanderung. So schön wie es Licht mit beleuchtet, wie das Video. Das sehe ich gar nicht.